Herzlich willkommen zum Ermutiger am Mittwoch, dem 21. April aus der Christuskirche. Lasst uns diesen Tag miteinander beginnen. Die Losung des heutigen Tages ist aus Jesaja 48, Vers 10 entnommen. Siehe, ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Der Lehrtext aus Lukas 6, Vers 22 bis 23 lautet: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch verstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tage und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Ihr Lieben, das war heute Morgen für mich richtig eine Herausforderung. Gott spricht durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk Israel vom Glutofen des Elends. Und im vorhergehenden Vers 9 sogar von seinem Zorn, den Gott zurückhält. Ja, was war geschehen? Israel hatte sich seinem Gott abgewendet. Es diente anderen Göttern und diesen Göttern hatten sie Altäre errichtet. Missstände breiteten sich im Lande aus. Die Witwen und Waisen wurden nicht mehr versorgt. Die Armen wurden unterdrückt und die Fremden bedroht. Ja, und schon während der Wüstenwanderung hatte sich das Volk Israel von seinem Gott abgewandt und einen anderen Gott, das goldene Kalb, gemacht. Gottes Zorn ergrimmte und er wollte sein Volk ausrotten. Mose aber, er bat Gott um Verschonung und Gott erhörte das Flehen seines Knechtes Mose. In 2. Mose 32 lesen wir dazu: Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Gegen Ende der Königszeit wurde ein Großteil Israels nach Babylon verschleppt. Aber Gott, und das, ihr Lieben, ist heute Morgen die gute Nachricht, er hat seinen Zorn zurückgehalten. Israel musste zwar durch den Glutofen des Elends, aber in Vers 9 dürfen wir lesen: Um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück. Und um meines Ruhmes willen bezähme ich mich zu deinen Gunsten, dass ich dich nicht ausrotte. Nicht wegen seines Volks, sondern wegen seines Namens, wegen seiner Ehre hält Gott sich zurück. Sein Name, er ist heilig. Aber er hat die Sünde seines Volkes nicht einfach so hingenommen. Es musste durch den Glutofen hindurch. In Jeremia 31, Vers 3 spricht Gott durch den Propheten aber wieder zu seinem Volk: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und diesen Text wollen wir gemeinsam in einem Lied uns singen. Ich hab dich je und je geliebt, darum zog ich dich zu mir. Ich hab dich je und je geliebt, komm, vertraue mir. Ich, der Herr, dein Gott, habe dich gemacht. Schön und wertvoll bereitet, du bist mein. Ich hab dich je und je geliebt, darum zog ich dich zu mir. Ich hab dich je und je geliebt, komm, vertraue mir.
ich der Herr, dein Gott, habe dich erlöst, rief dich bei deinem Namen, du bist mein, ich hab dich je und je geliebt. Darum zog ich dich zu mir, ich hab dich je und je geliebt. Komm, vertraue mir, ich, der Herr, dein Gott, will stets bei dir sein. Keine Not kann dir schaden, du bist mein, ich hab dich je und je geliebt. Darum zog ich dich zu mir, ich hab dich je und je geliebt. Komm, vertraue mir. Ja, und dies dürfen wir als frohe Botschaft mitnehmen in diesen Tag. Es ist die Liebe, die das Herz Gottes bewegt. Es war aus Liebe zu seinem Volk und zu seiner ganzen Menschheit, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf unsere Erde gesandt hat. Jesus Christus hat aus Liebe zu den Menschen den Zorn Gottes auf sich genommen und ans Kreuz getragen. Das Böse wird auch heute noch geschehen und reifen. Wenn wir aber unsere Zuflucht bei Jesus Christus suchen, werden wir vor Gottes Zorn bewahrt. Und dies ist eine wirklich frohe und gute Nachricht. Durch Jesus Christus reicht Gott uns seine Hand zur Versöhnung. Lasst uns seine Hand ergreifen. Er liebt dich und er liebt mich. In unserem heutigen Lehrtext werden wir sogar aufgefordert: Freut euch an jenem Tage und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Nun dürfen wir doch in unserer Zeit unseren Glauben frei leben und uns zu Jesus Christus bekennen, ohne dass wir fürchten müssen, um seines Namens willen gedemütigt zu werden, wie es in unserem Lehrtext heute heißt. Und dafür dürfen wir doch unendlich dankbar sein. Aber tanzen mit Tränen in den Augen, wie soll das denn gehen, wenn uns liebe Menschen verlassen haben oder sich gar von uns abwenden oder uns bitter enttäuscht haben? Oder noch schlimmer, wenn uns der Tod einen geliebten Menschen genommen hat? Jesus fordert uns hier auf: Zieht euch nicht zurück in die dunkle Ecke, versteckt euch nicht. Kommt heraus aus eurer Trauer, freut euch auch, wenn alles so traurig ist und schmerzt. Jesus, er will nicht, dass wir uns aus dem Leben stehlen. Gottes Liebe und seine Zuwendung sind uns doch immer gewiss. Und dafür steht er mit seinem Namen. Mit dieser Gewissheit können wir uns jetzt schon freuen und, wenn schon nicht tanzen, dann aber in die Welt hinausgehen. Auch wenn Menschen uns verlassen, bleiben wir in Gottes Hand und wir bleiben für ihn ganz, ganz wertvoll. Unser Lohn wird uns bei Gott sicher sein. Jesus Christus, darauf vertrauen wir an diesem Tag, dass du uns liebst. Du hast am Kreuz unsere Schuld auf dich genommen und bahnst uns so den Weg zum Frieden mit Gott, der weder Leid noch Tod noch menschliches Elend will, sondern unablässig uns zuruft: Meine Liebe zu dir, sie wird nie vergehen. Mit Jesu Worten lasst uns zum Vater beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht mit Gottes Segen durch diesen neuen Tag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.